In Speyer hat die Herbsttagung der Synode der Evangelischen Kirche der Pfalz begonnen. Dabei schlug der pfälzische Synodalpräsident Henry Frank vor, künftig eigene Studientage für landeskirchliche Schwerpunktthemen einzuplanen. Losgelöst von den Synodaltagungen könnten so die jeweiligen Schwerpunktthemen ohne Zeitdruck sachgerecht und nachhaltig aufgearbeitet werden, sagte Frank zum Auftakt der Synode am Donnerstag. Wir haben mit Hilfe der Portfolioanalyse die Handlungsfelder unserer Kirche bewertet und uns in der Folge darauf verständigt, welche Schlüsse wir aus diesen Bewertungen für die Zukunft ziehen wollen. Außerdem haben wir uns ganz ausführlich mit dem Arbeitsfeld der Diakonie beschäftigt. Manchmal holen uns unsere Schwerpunktthemen zu einem späteren Zeitpunkt wieder ein. Das kann durchaus erfreulich sein, etwa bei dem Papier zum integrierten Klimaschutzkonzept, das wir heute Nachmittag beraten werden. Die Arbeit hieran geht zurück auf ein Schwerpunktthema der 10. Landessynode, die sich unter dem Aspekt Bewahrung der Schöpfung intensiv mit dem Klimaschutz beschäftigt und Ziele für die weitere Arbeit an diesem Thema formuliert hat. Ganz anders holt uns das Thema Diakonie auf dieser Synode ein. Fast einen ganzen Tag hatten wir uns in Bad Herrenalb ausführlich mit dem Arbeitsfeld der Diakonie in nahezu allen Facetten unserer Kirche beschäftigt. Etwas außen vor geblieben oder ganz außen vor geblieben sind dabei die Schwierigkeiten, die das diakonische Werk nicht zuletzt aufgrund unserer Einsparbeschlüsse hat. Über Notwendigkeit einzusparen, Hohe Synode, und auch bei den Zuschüssen für das diakonische Werk werden wir wohl nicht mehr diskutieren müssen. Ich denke, hier besteht Einigkeit. Dennoch bleibt zumindest eine gewisse Irritation. Wenn sich eine Synode einen ganzen Tag lang mit der Diakonie beschäftigt, aber die aktuellen Entwicklungen und Probleme, konkret hier die Reduzierung des Beratungs- und Hilfeangebots an vielen Standorten der Häuser der Diakonie ausklammert, dann macht sie doch ganz offensichtlich etwas falsch. Der Synode der Evangelischen Kirche der Pfalz gehören 74 Mitglieder an, darunter sind 23 geistliche und 42 weltliche Gewählte, 2 Jugendvertreter und 7 Berufene. Die Herbsttagung findet bis Samstag in der Evangelischen Diakonissenanstalt in Speyer statt.